Willkommen zu diesem Video-Tutorial über das Dolibar ERP und CRM-System. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie das Modul Mitglieder zum Verwalten von Vereinsmitgliedern in Dolibar verwenden. Voraussetzungen: Aktivieren Sie das Modul Mitglieder aus dem Menü Home Setup Module. Erteilen Sie Ihren Benutzern die Berechtigung für das Modul Mitglieder. Weitere Informationen zum Einrichten von Berechtigungen für Benutzer finden Sie in unserem Video Benutzer, Gruppen und Berechtigungen. Ein Mitglied erstellen. Mit dem Modul Mitglieder können Sie die Mitglieder eines Vereins und deren Mitgliedschaft verwalten. Klicken Sie auf das entsprechende Menü, um ein neues Mitglied hinzuzufügen. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein. Wählen Sie einen Mitgliedstyp und die Art des Mitglieds. Beachten Sie, dass Sie über das Menü Elementtypen neue Mitgliedstypen erstellen können. Geben Sie an, ob eine Mitgliedsgebühr verrechnet wird und ob es sich um eine Mitgliedschaft mit Stimmrecht handelt. Dauer definiert die Dauer der Mitgliedschaft. Wenn Sie zum Erstellungsprozess des Mitglieds zurückkehren, geben Sie die restlichen persönlichen Daten wie den Namen und die Adresse des Mitglieds an. Klicken Sie auf Schaltfläche, um das Mitglied zu erstellen. Nach der Erstellung befindet sich das Mitglied im Entwurfsstatus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um das Mitglied freizugeben. Der Status ändert sich nun zu Freigegeben, Beitrag ausstehend. Ein Abonnement für ein Mitglied hinzufügen. Klicken Sie auf die Registerkarte Mitgliedsbeiträge und dann auf die Schaltfläche Beitrag erstellen, um einen Mitgliedsbeitrag zu erfassen. Wählen Sie das Start- und Enddatum und geben Sie den Betrag ein. Wählen Sie die geeigneten ergänzenden Informationen. Beachten Sie, dass die Rechnungsoptionen für die Transaktion ausgewählt werden können, wenn das Mitglied mit einem Geschäftspartner verbunden ist. Andernfalls können Sie die entsprechenden Zahlungsinformationen eingeben, um die Zahlungsdetails für die Transaktion zu erfassen. Neue Mitglieder können sich auch über die öffentliche Seite selbst registrieren. Wenn Sie ein Online-Zugangsmodul wie Stripe oder PayPal aktiviert haben, können Sie die Anwendung so einrichten, dass der Benutzer die Zahlung des Mitgliedsbeitrags unmittelbar nach der Registrierung vornehmen kann. Das Mitglied und die Zahlung werden automatisch aufgezeichnet und der Benutzer erhält eine E-Mail. Die Rechnung kann auch automatisch an die E-Mail angehängt werden. Funktionen des Moduls: Sie können beliebige Dateien für ein bestimmtes Mitglied über das entsprechende Menü hochladen. Auf der Registerkarte Ereignisse und Agenda werden alle Ergebnisse erfasst, die sich auf das Mitglied beziehen. Wenn Sie die Mitgliedschaft aufheben möchten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Klicken Sie auf das Menü Liste, um alle Mitglieder aufzulisten. Die Listenansichten sind auch basierend auf dem Mitgliedsstatus verfügbar, zum Beispiel Entwurf, freigegeben, ohne Mitgliedschaft, aktuell, veraltet und deaktiviert. Statistik bietet Berichte und Reports zu allen Mitgliedern und Mitgliedsbeiträgen. Sie können Visitenkarten für alle Mitglieder oder bestimmte Mitglieder aus dem entsprechenden Menü generieren. Wählen Sie ein Format und klicken Sie auf die Schaltfläche, um die entsprechenden Visitenkarten im PDF-Format zu generieren, die zum Drucken gesendet werden können. Verwenden Sie das Menü Kategorien, um Mitglieder zu kategorisieren. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Kategorien erstellen und Mitglieder diesen zuordnen. Erneuerung des Abonnements. Aktivieren Sie das Modul Geplante Aufgabe, so dass täglich eine automatisierte Aufgabe ausgeführt wird, um E-Mail-Erinnerungen an Mitglieder zu senden, deren Mitgliedschaft abgelaufen ist und erneuert werden muss. Wenn Sie ein Zahlungsmodul wie Stripe oder PayPal aktiviert haben, können Sie auch einen Zahlungslink hinzufügen, indem Sie die E-Mail-Vorlage bearbeiten, die für die E-Mail zur Erneuerungserinnerung konfiguriert ist. So kann das Mitglied die Zahlungen durch Klicken auf den Link in der E-Mail vornehmen.
Damit wird die Mitgliedschaft verlängert und die Rechnung automatisch generiert und gespeichert. Es gibt auch viele andere Funktionen, die über das Modul Setup aktiviert werden können. Zum Beispiel E-Mail-Vorlagen und den Link für die öffentliche Vereinsseite. Sie können auch eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen und Standwerte oder Pflichtfelder definieren. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dolibar.org, um mehr zu erfahren.